Hof Bergmann ist es auch nicht. Die hat deutlich zu wenig Hektar. Brauche ich vielleicht sogar 4 von den Ketten? Naja, bauen wir erstmal hier den Moped da rüber. So. Ach, hier ist sogar schon eine Kette drum. Warum habe ich denn dann eine gekauft? Weil ich wieder so übereifrig bin oder was? Oh, jetzt liegt das Ding auf einmal auch noch los. Was ist denn hier los? Eieiei. Reißen die Ketten eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, mir reichen hier 2? Hier querspannen und dann muss er doch eigentlich reichen, oder? Okay, ihr macht am 11. Ja, dann schaue ich nochmal. Ich wollte nämlich eigentlich genau an dem anderen Tag am Wochenende machen, damit ich euren Stream gucken kann. So. Müssen wir eventuell am 10. müssen wir schauen, wie viel Hektar wir da schaffen auf dem Freitag. Vielleicht müssen wir dann noch einen zweiten Teil machen. Samstagnachmittag oder so wäre auch noch eine Option. Eigentlich reicht das, ne? So 2 Bänder ist schon in Ordnung. Für Standard ist 240 zu viel. Für Vierfach zu... Also ich... Soll ich euch noch einen Tipp geben? Ketten könnten reißen. Alles klar? Dann sollen sie das mal versuchen bei mir. Hä? So. Vollgas. Bin gespannt, wo man die jetzt genau wie reinsetzt. Die können reißen. Aber komm, was wiegt das Ding schon? Außer zig Tonnen. Die Map kam zum... Ich trau mich gar nicht, das zu sagen. Boah, jetzt ist das Ding aber am Wanken hier. Ich geh mal eben hier nochmal Beschauung machen. Hier... Ah, hier kommt die Trommel hin. Hier unten? Ja gut, dann stehe ich ja komplett falsch und sollte... Jetzt habe ich mich verbuggt, oder was? Hilfe. Spieler zurücksetzen. So, Spieler ist zurückgesetzt. Stappenbach ist es nicht. Und die Map kam halt zu Zeiten des Mod-Contests. Also vor ein halbes Jahr sind wir nicht her, aber... Klingenbach? Sagt nur gar nichts. Nee, ist es damit auch nicht. Nordfriesische Marsch. Hm, auch nicht. Das Miese ist, eigentlich darf ich es noch nicht verraten, oder? Oder eigentlich ist es auch egal, wenn ich es verrate. Ich bin auf jeden Fall fleißig am Vorbereiten mit Big Bud. Aber guck mal, hier meine 2 Stahlseile sind auf jeden Fall richtig gut. Gödenstedt, Winsbach. Also ich habe mittlerweile den Namen auch schon mal gelesen. Darf ich vorraten. Aber, ihr könnt ja mal Hektar zählen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Jetzt müssen wir mal nachgucken. Ah, das passt ganz gut. Der Motor muss auf der Seite sein. Ich glaube, die Map ist echt ganz gut für das, was wir vorhaben. Die wird auch noch einen Tacken umgebaut. Wir kriegen eine andere BGA. Damit ist jetzt auch klar, was wir im Endeffekt bei dieser Party, bei der ersten diesen Herbst machen. Wir machen natürlich eure Lieblingsbeschäftigung. Einfach um... direkt mal mit dem beliebtesten zu starten nach so langer Zeit. Mal schauen, wie viele Leute da mitspielen. So.
Dann geht das Ding mal runter, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ach. Ja, Leute, wie war das nochmal mit, ah, mit den Ketten? Wäre das nix? Ha. Richtig am Laufen ist das hier. Ich tue aber, glaube ich, mal kürzere Ketten dran. Das sind, glaube ich, die 5-Meter-Ketten, die ich jetzt drauf habe. Wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall fühlen sie sich lang an. Tipp zu viel. Ah. Kann aber keine Map, die Stappenbach. Ja gut, die Stappenbach ist gut, das muss man sagen. Aber für mich gibt es eh nicht die perfekte Map, je nachdem, wie man spielen möchte. Zum Beispiel, schauen wir uns mal das Projekt, also sage ich jetzt einfach mal, schauen wir uns mal das Projekt vom Daniel an, vom Bendo da, ne? Der spielt ja auf der Hof Bergmann mit alten Geräten. Finde ich zum Beispiel mega geil. Muss ich ehrlich sagen, richtig, richtig gute Idee. Aber ja, eine große Multiplayer-Runde auf einem Dedicated Server oder sowas, hätte ich gar keinen Bock drauf auf der Map. Also es ist so, es muss halt passen zu dem, was man drauf machen will, ne? Halt so eine 270 Hektar Karte mit teilweise sehr, sehr großen Feldern, um noch mehr Tipps zu geben, wie ich gerade merke, ist halt schon eine Nummer, wo du nicht mehr mit 3 Meter Equipment anfängst, normalerweise. Außer, na gut, bei mir weiß man ja eh nie, manchmal habe ich ja Tage, da drehe ich ein bisschen durch und dann mache ich das vielleicht auch. Die große Anlage macht richtig Spaß. Da freue ich mich dann auf jeden Fall schon drauf, wenn du das sagst. Wir bauen auf jeden Fall jetzt den ganzen Quatsch erstmal hier irgendwie zusammen. CCM wäre geil. Hm. Die armen Wasserschläuche. Also ich habe tatsächlich mal ein bisschen mit Andres Map rumgesponnen, sage ich mal, wie viele Hektar das sind, wie lang man denn dann da für eventuelle Tätigkeiten bräuchte. Also ich glaube, ich war dann irgendwo so, dass wir vielleicht einen 24-Stunden-Stream machen könnten, wenn wir sagen, wir ernten alles und nur mit den ganz großen Geräten, ne? Nur damit klar ist, das ist schon ein bisschen krass, ne? Ah, aber so langsam, so 2-3 Leute haben es auf jeden Fall, denke ich, verstanden, welche Map es ist. Ist auch keine unbekannte. So. Müssen wir mal schauen. Können wir das jetzt tatsächlich einfach so machen? Oder ich weiß nicht, ob ich alles hier mit 2 Ketten bewegt bekomme. Ist das Problem, ist ja doch nicht so ganz richtig, ne? Dementsprechend, ich probiere es jetzt einfach mal. Und wenn es nicht geht, dann suchen wir uns noch eine andere Lösung. Einen da. Und der andere kommt dann da oben hin. Wahrscheinlich jetzt auch noch unlogisch, obwohl geht eigentlich sogar noch. Bäumelt so ein bisschen vor sich hin. Ich hätte von jeder Art 4 Seile holen sollen. Kann es die Südhämmern sein? Puh, kann schon. Aber ob die das ist, ist halt eine andere Frage. Nee, ich glaube, die ein oder anderen unter euch werden es mittlerweile schon gerallt haben. Also ich glaube, dass die Map für so eine Party hier richtig, richtig gut geeignet ist. Aber lass uns mal aufhören, damit über die Map zu reden. Es geht ja heute um Goldrausch. So. Schmeiß ich die alte Kiste hier mal an. Der muss nämlich hier weg.
Moin, moin. Kann man nachgucken? Ja, kann man nachgucken. Ich kann es euch auch einfach sagen. Nein, ich höre auf, darüber zu reden. Einige haben es auf jeden Fall schon richtig erraten. Es ist nicht so schwierig. Wenn man vielleicht auch mal so schaut, was ich für Maps so mag. Eventuell gab es die Map auch schon mal irgendwo, aber nicht in der Party. Bei mir zu sehen. Es war auch ehrlich gesagt jetzt ein langer Prozess, bis wir uns mal wieder entschieden haben, was zu machen, partymäßig. Ah. Mann, da hatte ich einen. Öffnen. Kann ich hier irgendwie rüberjumpen? Ah. Einmal irgendwie ein bisschen zurechtfuschen. Das mache ich häufig, ne? Irgendwie zurechtfuschen. So. Muss ich irgendwie schauen, dass ich da drauf komme, oder? Irgendwie muss ich doch da dran. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich, Arzt, ich bin durch. Was? So. Dann haben wir den Jig. Am Sonntag geht die Serie weiter. Auf Deutsch schon? Oder ist das dann Discovery Channel auf Englisch? Meistens habe ich immer... Ja, obwohl nicht meistens, kann ich eigentlich fast nicht mehr sagen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mich ein bisschen auf Englisch spoilern lassen, aber habe dann doch die gesamte Serie auf Deutsch irgendwann geguckt. Ja, Gemeinderat ist so alt und ich glaube, obwohl, die war gar nicht klein, ne? Die war schon ziemlich groß eigentlich. Schon eine geile Anlage, ne, die hier entsteht. Muss man erstmal machen, so eine Anlage. Bin schon gespannt. Wenn wir später hier eine Tier-3-Anlage haben. So, Chef, wird bezahlt. Oh. Dafür gibt es Burger bei Big News. Burger für die Crew. Freuen uns schon, UF, das lecker Burger essen. Ja, danke, David. Machen wir auf jeden Fall irgendwann mal. Wenn wir das mal irgendwie einrichten können. Ich glaube, du hast auch nicht so weit weg von Dortmund gewohnt. Ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war auch schon eine Weile her. Wow, 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 wow. Perfekt quasi da reingewuchtet. Südhämmern stimmt. Nee. Nee, Südhämmern stimmt nicht. Südhämmern ist doch auch eine Map, die glaube ich schon im 13er, wenn nicht schon im 11er und so. Gemeinde Rade ist zu groß? Das weiß ich nicht, ob die hier zu groß wäre. Ich glaube 4 mehr Hektar. Gemeinde Rade ist ja auch keine Vierfach-Map, wenn ich mich nicht täusche. Aber Gemeinderade ist es nicht, das habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt. Ist aber irgendwie witzig, euch auf die Folter zu spannen. Aber werdet ihr es sehr bald sehen, weil nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall, oder ja, mal schauen, sobald ich Zeit habe, gibt es dann irgendwann noch einen Stream, wo wir dann quasi das letzte bisschen ansäen und uns dann noch zu den ein oder anderen Fahrzeug hinreißen lassen werden. Ja. Bin mal gespannt, wie das hier vonstatten geht. Ach, machen wir erstmal was Einfaches. Ich glaube, die Rinnen sind schön einfach zu transportieren. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich sind die jetzt so richtig schwer und ich blamiere mich richtig. So. Die sehen zumindest einfach aus. Fleischige Burger, genau, Lexi. Wenn du auch kommst, gibt's für dich auch einen Burger, ne? Bin ich mal gespannt, wo der hin muss. Ach, hier vorne direkt, okay. Ist die Frage mit In und Out.
glaube, ich habe es jetzt genau falsch rum. Wenn ich das Ganze jetzt richtig, oh. Nö. War anscheinend doch okay. Denn hiermit? Ist mal ehrlich. Ups. Nee. Das wollte ich gar nicht. Muss ich den Arm erstmal ein bisschen so in Position bringen. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Ich glaube nämlich, dass die jetzt zu lang sind für das Monstrum. Guck mal, wie in der Serie, wir ziehen das Ding. Nur umfallen soll es nicht und sich nicht verbiegen und nicht kaputt gehen. Und die ganzen bösen Sachen halt nicht. So. Ach du Scheiße, da stand der Radlader. Ja, die ganzen bösen Sachen halt nicht, ne? So, welche Map ist es? Ich hau's einfach raus. Knesmost ist es natürlich. Oder natürlich. So natürlich auch nicht, aber es ist halt Knesmost. Ich hoffe, ich sag das richtig. Aguration. Ja, ich glaube, den Radar müssen wir nochmal wegstellen. Da habe ich gerade auf jeden Fall mächtig Malheur gemacht. Und dann nehmen wir mal die kurze 2-Meter-Kette. Ich glaube, mit der geht das direkt ein ganzes Stück besser. Ja, war so klar. Ja, mir war es eigentlich auch klar, aber ich wollte es halt mal so probieren. Die anderen Sachen haben so gut geklappt, obwohl ihr da auch schon gemeckert habt, dass das eigentlich nicht geht, wie ich das mache. Deshalb, ja. Machen wir jetzt mal. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier, wie wir das überhaupt machen. Ja, Motor an wäre erstmal nicht schlecht. Schalte die Differentialsperre an. So, jetzt müssen wir nochmal einmal schauen. Ah, von welche Knesmost verrate ich mal nicht, auch wenn es eigentlich klar sein dürfte. Ja. Das wollte ich mal einmal. Die hat, glaube ich, so rum gezeigt. Ne? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, in welche Richtung ich die wie hinstellen sollte. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie in die richtige Position springt. Ich bin heute optimistisch. Ne? Hoffen wir mal. Jo, Fans, dann zockt man wieder selber Less. Muss ja auch mal sein, ne?
So. Müssen wir mal ein bisschen basteln, dass wir mal in die Haken kommen. Danke fürs dabei sein, BVB-Fan. Wie lange geht der Stream? Ist ein bisschen schwer zu sagen. Kommt sehr darauf an, wie viel Lust ich habe oder beziehungsweise wie gut das Ganze hier klappt. Ja. Und dann schauen wir mal, wie lange das Ganze heute gehen kann. Ja, von mir sind Dortmund unter 100 Kilometer. Auch nicht super nah, aber halt auch noch in einer machbaren Entfernung. So. Müssen wir mal schauen, ob wir das ganze Ding noch drehen müssen. Das wäre jetzt ein Fiasko. Ist ja auch ganz klein, ne? Anscheinend müssen wir es noch drehen. Seil ist gerissen. Scheiße. Ist das dann eigentlich ganz kaputt? Doppelpunkt, runde Klammer. Der Kane, danke für deine Spende. Boah, ist das laut. Da fliegen dir ja bald hier die Ohrstöpsels weg. So. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, wie ich das da reingewuchtet kriege. Das wird nämlich echt nicht so ganz easy. Liebe. Hey, und nochmal. Danke. Danke, Lieber. Mein Lieber. Gleich doppelt. Womit habe ich denn das verdient? So, fahren wir ein Stück zurück. Und dann drehen wir das Ding irgendwie. Oh, der MS-Freak war heute bei JP Performance. Ja, darum ging es ja auch gerade im Endeffekt. Ich wollte da auch schon seit Monaten mal hin zum Burger essen. Wollte wieso mal nach Dortmund? Paar Dinge tun. Nichts Besonderes. Und da kann man das ja mal mitnehmen, auch wenn man da ein bisschen auf die Zeit achten muss, dass man nicht gerade die Zeit erwischt, wo jeder gefühlt bei JP rumhängt. Weil dann, ja, dann stehst du wahrscheinlich in 3 Jahren noch an. Das war gar nicht so schlecht. Und natürlich im nächsten Schachzug direkt hier komplett vernichtet. Ja, da komme ich nicht dran. So. Geh mal schlafen. Ja, kann ich machen. Bis zur Dämmerung. Will der sich nicht bewegen oder was? Ah, ist noch in dem Steuerungsmodus, alles klar. Will das Ding da irgendwie reindrehen? Oder nur die letzten Millimeter vielleicht mit der Kette machen? Ja, hier bei uns in Alaska beim Goldsuchen, da läuft nicht immer alles perfekt. Muss man manchmal auch seine millionenteure Anlage mit der Schaufel reindrücken. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Oldschool kann jederzeit gespielt werden, genau. Also alle sagen, die Burger sind mega geil. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, okay, nö, das war jetzt nix.
Auch die größten Leute, die gesagt haben, ja, das kann ja niemals werden, wenn der Burger macht. Selbst die sagen, dass die Burger ganz geil sein sollen. Und es ist eigentlich auch nicht so teuer. Man kann sich die Preise online angucken und ist mal ehrlich, wenn man sich bei Mc's jetzt den Angebotsburger, sag ich mal, also dieses Tages, ja, Wochen oder halt diesen Burger, der immer für eine gewisse Zeit da ist, ne, halt, was weiß ich, hier diese Bacon Burger und so weiter, die kosten im Menü auch schon 7-8 Euro. Und ich glaube, da kriegst du bei JP auch schon einen guten, also einen wahrscheinlich wesentlich besseren Burger für. So, es ist jetzt drin. Sieht gut aus, ne? Ich verstehe zwar noch nicht ganz hundertprozentig dieses System hier. Was jetzt alles wohin kommt. Also hier muss ja irgendwo... Schauen wir einfach mal. Hab einen Pommes gegessen. Ach, hab einen... Oder einen... Eins im Sinne von eins Burger. Eins Deutsch. Preis ist definitiv in Ordnung. Okay. So, dann den hier. Ne? Und dann brauchen wir noch. Das können wir eben von Hand rüberbringen, oder? Das Ding kann man wahrscheinlich auch. Ja, das Ding kannst du anheben und dann rüberfahren. Krass. Viele. Kann man die alle einzeln betätigen, oder was? Macht man hier auf, oder wie läuft das? Not aus. Schließe ich denn hier dann die 1000... Ah, außen oder was? Oh. Ist aber im Endeffekt auch nur einfach nur zigmal... also ist quasi so, als hätte man 4 Generatoren gekauft. 4 Generatoren hätten aber gekostet, ich glaube einer 250, also 1000 Dollar und das Ding hier kostet 70.000 Dollar. Ja. Ne? Weiß ich auch, warum manche gesagt haben, den brauchen wir nicht. Bei den Preisen hätte ich darauf natürlich verzichtet. Ich wäre im TS jetzt gerade, oder was? Möchtest du mitlabern, oder was hast du vor? David? So. Na, jetzt bist du auch schon fast ein Jahr dabei. War ja auch zu der Zeit von den ersten LS17-Streams. Was mir heute aufgefallen ist, ich bin irgendwie auf ein altes Video von mir aufmerksam geworden und habe mir die erste Folge Megaprojekt im LS13 angeguckt. Das ist jetzt einfach über 4 Jahre her. Und ich kenne auch, oder beziehungsweise ich habe auch nicht mehr zu allen Leuten, die damals mitgespielt haben, so Kontakt. Klar, ein paar sind immer noch da, die damals mitgespielt haben. Wenn ich jetzt so zum Beispiel, um mal zwei zu nennen, die auf jeden Fall noch YouTube machen, sind ja Wendy und Tino, ne? Also MacManias und Sachsen Let's Player. Traktorist. Ach, ich sehe gerade was. Das darf erstmal hier liegen bleiben. Das ist verrostet da so im Wald. Na, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwie Seile, Ketten. Da müssen wir uns was basteln. Ich denke mal, die 2 Meter Seile und 4 Meter Seile reichen. Die 5 Meter sind wahrscheinlich sogar speziell nur für die Waschtrommel, kann ich mir denken. Weil die halt so lang ist. So. Gut, dann muss ich mal...